Das ist die Sabrina, das ist der Ben und ich bin Tino von den Giga CrossFit. Ja, wir machen auf. Kommenden Samstag, den 17.10. zwischen 16 und 18.30 Uhr seid ihr herzlich alle eingeladen und könnt bei uns in der Box vorbeischauen und einen Burger genießen. Ja, die Planung war eigentlich der 5.6. Juni, aber wir wissen ja alle, was da kam. Der schwerwiegendste wahrscheinlich die Finanzierung, sprich in der Situation hatten so wie alle Unternehmer, natürlich auch wir, die Problematik, wie geht man jetzt damit um. Die Kreditinstituten wussten nicht so richtig, wo geht's hin, und dementsprechend lädt sich das natürlich irgendwo ab und das waren in dem Fall wir. Und da war natürlich die Planung für alles drumherum etwas schwierig anzugehen. Genau, Punkt 2 war, sage ich mal, das Organisatorische. In unserer kleinen Familie mit einem 2 bis 3 Monate alten Kind ist es alles ein bisschen leichter umzusetzen, sage ich mal. Jetzt, wie man sieht, ist er ja schon sehr mobil. Das heißt, wenn wir auf der Baustelle sind, muss immer einer die Augen eigentlich zu 100% bei ihm haben. Und ja, da ich dann relativ viel in der Bauleitung übernommen habe und in der Umsetzung, ist es dann schon oft schwer, das Ganze zu organisieren. Wobei auch jetzt so Kinderbetreuung, ja, erstens noch ein bisschen jung und zweitens ist es auch aufgrund von Corona gerade ein bisschen schwierig, da feste Betreuungseinrichtungen zu finden. Ja, Punkt 3 natürlich, zu dem Zeitpunkt, wenn wir mal zurückspulen, war natürlich nicht abzusehen, wann können die Sportstudios oder allgemein die Konzepte für den Sport wieder greifen, sprich man wusste nicht, wie geht man damit um, was gibt es für Vorlagen beispielsweise, Hygienekonzepte und so weiter. Das Schöne ist aber gleichzeitig, dass die Bank nachher oder beziehungsweise Kreditinstitute allgemein das Konzept, was wir bieten, das so schön Corona-tauglich ist, dass sie gesagt haben, da sehen sie keine Schwierigkeit, zum Glück. Also grundsätzlich nicht an unserer Idee, an unserem Konzept haben wir festgehalten. Wir haben an unserem Design festgehalten, da was Besonderes zu machen, was Schönes draus zu machen, auch vom Equipment her das Ganze hochwertig zu gestalten. Grundsätzlich muss man schon sagen, aufgrund von Corona mussten wir uns natürlich anpassen. Die Gesundheit unserer Mitglieder geht vor. Das heißt, im Endeffekt gibt es jetzt ein Hygienekonzept und die Corona-Regeln werden eingehalten. Das heißt, genau. Wir werden dem Ganzen konform und gibt da natürlich ein paar Anpassungen, aber wie gesagt, das Grundkonzept haben wir eigentlich. Was gleichzeitig natürlich auch das Schöne daran ist, das heißt, es hat sich entwickelt, so wie wahrscheinlich alle oder jedermann sich irgendwie anpassen musste, konnten wir das direkt mit einfließen lassen. Und das ist natürlich nur von Vorteil. Ich glaube, es würde nicht anders aussehen, selbst ohne Corona, außer vielleicht die Massenaufläufe im Idealfall, die wir hier begrüßen dürfen. Grundsätzlich wird es genauso ablaufen, wie man das wahrscheinlich im Kurskonzept kennt. Wir hoffen, jedermann begrüßen zu können und helfen zu können. Und natürlich werden sich unsere Mitglieder auch auf einen, ich sage mal, ausgewogenen Eventkalender freuen dürfen. Was da auf euch zukommt, wie gesagt, das schauen wir mal. Dranbleiben, also am Ziel festhalten, ein gutes Konzept vorweisen. Ja, wie gesagt, man muss mit viel Kapital dran gehen, da einfach auch Luft nach oben haben. Und wie gesagt, wenn man ein gutes Konzept hat, eine gute Idee hat und vor allem den Willen, dann bekommt man das Ganze hin. Zeit und Kapazität, das ist, glaube ich, das der Hauptpunkt wäre für mich jetzt. Wenn man keine Idee hat, im Sinne von, wie kann ich das Ding stemmen, selbst wenn es vielleicht ein paar Monate dauern kann, sprich, die Sicherheit hat keiner einfach, dann würde ich es tatsächlich gar nicht angehen. Wenn ich sage, ich habe die Möglichkeit, dann würde ich es wahrscheinlich genauso wieder machen.